Biobasierte Wirtschaft wird die Zukunft sein. Besuch der NRW-Ministerin für Landwirtschaft und Umwelt am Campus Klein-Altendorf. Zur Eröffnung des neuen Papiertechnikums lobte die Ministerin die Forschungen zu biobasierten Produkten. Also die agrarwirtschaftliche Forschung hat eine sehr große Bedeutung hier bei uns in Nordrhein-Westfalen. Und deshalb ist das, was Sie hier, diesem Innovationsstandort machen, etwas ganz Besonderes und sehr wichtig für uns in der gesamten Region. Wir sind dabei, Verpackungsmaterialien, Papier aus nachwachsenden Rohstoffen herzustellen, dass nicht Wälder abgeholzt werden müssen, die extrem chemisch aufgeschlossen werden müssen, diese Holzbiomasse, sondern wir nutzen nachwachsende Rohstoffe, die schneller wachsen, die sehr viel mehr CO2 binden und die man dann einfach ganz gezielt mechanisch zerkleinert, also ohne Chemieeinsatz, um daraus dann diese Papierverpackungsmaterialien herzustellen. Das geschieht im neuen Papierzentrum, zum Beispiel aus der Pflanze Miscanthus, dem sogenannten China-Schilf. Die mit EU-Förderung angeschafften neuen Maschinen konnten auch ein erstes Arbeitsergebnis präsentieren. Die Ministerin bekam neue Visitenkarten überreicht. Neue Visitenkarten aus nachwachsenden Rohstoffen überreicht. Oh, wie cool! Wow, vielen Dank. Oh, die sind ja cool. Das Schöne ist, dass diese mehrjährigen Kulturen, Miscanthus oder die durchwachsende Silphie, dass das sogenannte Greening-Kulturen sind. Das heißt, sie erfüllen sogenannte ökosystemare Dienstleistungen. Rückzugsgebiet für Nützlinge, für Insekten, Erosionsschutz. Und diese Aspekte spielen dann immer eine größere Rolle. Die durchwachsene Silphie blüht extrem lange und sehr spät im Jahr. Ist interessant für Bienen. Und so versuchen wir also, alles miteinander zu verknüpfen, auf Biomasse zu setzen, die auch wirklich eine Bereicherung für die Kulturlandschaft ist und wo auch hinten raus das Produkt wirklich nachhaltig ist. Und wir wollen nun das Gesamte auch selber, was wir erforschen, am Campus umsetzen, sodass der gesamte Campus nachhaltig ist und das als Muster für die ganze Uni bauen.